Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal die News von Curve an. Viel Spaß beim Schauen. Es gibt auch bei Curve einige Anpassungen und Änderungen, hauptsächlich um die kostenlose Karte geht es da natürlich. Wir schauen uns aber auch mal das Angebot an. Ich wechsle dazu einmal auf den Blogbeitrag von Curve und zwar geht es hier hauptsächlich um die neue Karte. Wir schauen hier kurz runter und dann siehst du auch schon hier die kostenlose Karte. Diese ändert sich an sich vom Design nicht, du kennst sie wie gewohnt. Du kannst inzwischen nur noch zwei Karten verlinken, das musst du entscheiden, ob das für dich langt. Für mich langt das dicke, weil bei mir hier nur crypto.com hinterlegt ist. Das Ganze ist auch keine Anlage- oder Anmeldeberatung, aber falls du sagst, du möchtest gerne das Angebot nutzen, dann gern unten über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Du kannst auch nur noch maximal dreimal im Monat in der Zeit zurückgehen. Du kannst nur noch eine smarte Einstellung vornehmen und noch andere Kleinigkeiten. Du siehst das Ganze hier in der Übersicht. Du kannst es auch noch mal nachlesen. Für mich ist das alles andere aber wirklich nicht so wichtig und ich möchte jetzt hier nicht auf jeden Punkt eingehen, sonst sprengt es das Video. Aber im Endeffekt langt die kostenlose Karte. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte mehr Funktionen, dann gibt es jetzt hier die neue Karte für 4,99 im Monat. Du kannst hier 5 Karten, du kannst hier jederzeit zurück in der Zeit und du kannst hier 5 verschiedene Einstellungen vornehmen. Soweit, so gut. Du siehst, das Ganze kostet prinzipiell 5 Euro im Monat. Jetzt bis morgen, also bis zum 28. gibt es noch 60% Rabatt. Das heißt, du würdest in Anführungszeichen hier für einen Monat nur 1,99 zahlen und das Ganze ist ein Jahr lang gültig. Wenn du also sagst, es lohnt sich für dich, dann kannst du das Ganze natürlich gerne nutzen. Weiter gibt es dann hier auch noch die Curve Black. Hier ist es so, dass im Endeffekt schon alles unlimitiert ist und du hier 1% Cashback auf 3 verschiedene Unternehmen bekommst und bei der Curve Metal gibt es 1% Cashback auf 6 verschiedene Unternehmen. Weiter ist es vielleicht noch interessant, bei der Curve Black gibt es noch eine Reiseversicherung und bei der Curve Metal gibt es eben neben der Reiseversicherung auch noch eine Handyversicherung und du bekommst 20 Pfund auf Airport Launch Access Worldwide und du hast auch noch eine Autoversicherung. Inwieweit das jetzt das Ganze natürlich hier abdeckt, das möchte ich bezweifeln, aber wenn du jetzt sagst, das eine oder andere gefällt mir oder brauche ich, will, dann musst du einfach schauen, ob die Preis-Leistung für dich stimmt. Für mich, gerade mit diesem 1% Cashback, lohnt es sich überhaupt nicht. Da komme ich nicht in die Region von den Kosten und die anderen Versicherungen brauche ich nicht. Außerdem ist das Ganze natürlich ein britisches Unternehmen. Da ist auch die Frage, wie läuft das Ganze mit der Abwicklung? Die Kosten und Mühen möchte ich mir sparen, deswegen mache ich das Ganze hier nicht und bleibe erstmal bei der kostenlosen Karte, vor allem mit der Absicht, dass es ja schon von crypto.com angekündigt und in Amerika und in Australien schon sowieso umgesetzt ist, dass man mit Apple Pay zahlen kann. Google Pay soll auch kommen. Also sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und ich für mich bin aktuell sowieso ein bisschen am Nexo testen und Nexo bietet ja sowieso Google und Apple Pay an. Und deswegen langt mir hier definitiv das kostenlose Angebot. Deine Meinung gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt auch mit dem kurzen Update-Video. Wie du siehst, es ist nicht wirklich viel zu erwähnen. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Dementsprechend gerne ein Like da lassen und dann sehen wir uns spätestens morgen zum nächsten Video. Zukünftige Kryptorentner. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fast.